Willkommen zurück zu SmackDown vs. Raw 2008, ihr lieben Leute. Wir sind jetzt endlich bei SmackDown. Juhu! Und dürfen uns anscheinend wieder mit den ECW-Lern prügeln. So wie es Tommy Dreamer angekündigt hat. Ich lasse Jeff immer noch nicht trainieren. Ich werde ihm alles andere irgendwie geben und beibringen und keine Ahnung. Obwohl ich auch da gerade nicht weiß, wie viele Punkte schon verteilt wurden. Ich glaube, da schaue ich mal schnell. Er hat immer noch die Verletzung und ist immer noch wütend. Ja. Weil sein Vertrag nicht bezahlt wird. Na gut, ich habe jetzt eine verlorene Matches-Dings, weil ich das letzte Match halt verloren habe. Zähigkeit können wir mal mehr machen. Wieso habe ich Fan-Heat-Training gemacht? Will ich alles ausbauen? Hm. Okay, machen Zähigkeit und Fan-Dings hier Schmerzbewältigung. Kostet zwar verdammt viel Kohle. Aber muss man durch. Ich meine, er verdient ja auch jedes Mal was. Ein Riesenerfolg, das ist sehr gut. Wie viel hat er denn jetzt? 82, hat sich schon gelohnt. Gut, wir sind heute dran. Wir kämpfen gegen Sabu. Okay. Was haben wir denn hier? Finlay gegen Regal, Kelly gegen Michelle, Mysterio MVP und Undertaker King Booker. Naja. Ist Matt eigentlich auch hier? Ich glaube ja, ne? Du müsstest doch. Nee, Matt ist bestimmt bei der ECB. Ich habe keine Ahnung, der wird irgendwo rumlaufen. Jedenfalls sehe ich ihn gerade nicht hier. Gut, dann machen wir unser erstes Match auf SmackDown gegen Sabu. Ich freue mich drauf. With SummerSlam behind us, the road to no mercy starts here tonight. This is Michael Cole here with John Bradshaw Layfield at ringside, and tonight it's SmackDown versus ECW. I can't believe ECW's got the guts to come to SmackDown. They won't make that mistake twice. They'll be facing one of our best, that's for sure. And that doesn't even matter. Our worst superstar could beat the best extremist any day of the week. He's coming out here with one purpose in mind, to make the superstars of SmackDown respect ECW. Good luck with that. It's going to take a lot more than one match to change my mind. And the opponent, from Cameron, North Carolina, weighing in at 225 pounds, Jeff Hardy! Okay, dann habe ich einfach mal ein bisschen seine Entrance laufen lassen, weil mich jetzt doch schwer gewundert hat, dass über ihn nichts gesagt wird oder zu ihm. Mich hat auch gewundert, dass in der Sequenz davor Tommy Dreamer mit Jeff diskutiert hat und nicht Theodore Long. Irgendwie, ich weiß auch nicht, was das Spiel hat. Irgendwas stimmt da nicht, habe ich das Gefühl. Auch mit diesem WWE-Titelzeugs da im letzten Part. Verstehe ich gar nicht, was da los war. Aber na gut. Hier fühle ich mich gleich besser. Weiß auch nicht, bei SmackDown, ich finde, da gehört Jeff einfach hin. Weil ich ihn so kennengelernt habe, als er bei SmackDown war, sagen wir so. Ich weiß gar nicht, ob er in seiner Karriere länger bei Raw oder bei SmackDown war. Ich denke sogar eher, der war länger bei Raw, obwohl ich mir nicht sicher bin. Wenn jemand von euch da mehr Ahnung hat als ich, kann er gerne mal schreiben in den Kommentaren. Oder ich schaue einfach selber mal nach, aber ich möchte doch gerne, dass Leute was kommentieren. Ich denke, er war länger bei Raw, wie man auch früher bedingt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schade. Aber der Ende Part verdammt kurz. Hey. Ach, das geht sogar mit dem Hammer da. Gib mir her, das Teil hier.
Ah, du bist doch ein Arsch. Komm her hier. Oh, ich dachte, jetzt meine Xbox bleibt stehen. Der leck da, der kam von der Xbox. Nicht von der Elgato, nicht wundern. Geil, eine Swanton aus dem Ring raus. Aber gebracht hat sich... Was hat er denn sich da... Ey! Ach komm, gib mir das Teil. Bing! Cool. Guck mal hier, süßer, die Glocken, die klingen. Hä, das Ding ist noch heil. Oh, ich kann dich hier nicht pinnen, das ist mir gerade irgendwie klar. Oder? Boah, was war das gerade? Ich habe ihn scheiße gepinnt, zugegeben. Ich wusste nicht mal, dass es hier geht. Ich habe es einfach nur ausprobiert. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Xbox gleich abkackt. Das passiert nämlich manchmal, dass die Xbox stecken bleibt und sich aufhängt. Hoffentlich passiert das jetzt nicht mehr. Well, he did the best he could. I don't think you can fault him for that. I'm not talking about him. I'm talking about ECW. How dare they come here and injure one of our superstars? Well, I can't imagine that SmackDown won't have a response. You're damn right. ECW started this war, and we're gonna finish it. Warum sollte Jeff verletzt sein? Wieder dasselbe Spiel wie immer. Es sieht so nach Verletzung aus, obwohl er nicht mal getroffen wurde. Gut, er hat eine Verletzung, zugegeben. Aber die hatte er schon vorher. Na gut. Verletzt, aber immer noch extrem. Der letzte Kampf der ECW Superstars gegen die SmackDown Stars liefert Grund zur Sorge. Es sieht so aus, als habe sich der Kämpfer Jeff Hardy bei dem Match verletzt. Jeff Hardy spielte seinen Schmerz herunter. Ich habe diesen ECW-Rowdy verprügelt, obwohl ich nicht in Bestform bin, sagte Jeff Hardy. Das macht mich extremer als alle Kerle in diesem Idiotenteam. Boah. Der langjährige ECW-Sprecher, ey, dieses Spiel, ne? Der langjährige ECW-Sprecher, Tommy Dreamer, ist nicht sehr angetan von Jeff Hardy, aber seinen Bemerkungen über ECW. Ich weiß ja nicht, was die erste Jeff Hardy gesagt haben, aber ich glaube, dass seine Verletzungen schwerer sind, als er denkt, so Dreamer. Nur so viel. Dies war nicht seine letzte Konfrontation mit ECW. Medizinische Tests belegen erhöhte Verletzungsgefahr, bla bla. Ich bin nicht schon verletzt, oder? Na, no, Zeit, dich deinem Team zu stellen, Junge. I hope this ECW nonsense is behind us and we can get down to business, namely figuring out SmackDown's No Mercy plans. You've always been my go-to guy to deliver big at pay-per-views and that's exactly what I'm expecting from you this time, player. Naja, er hat immer schon eine Show geliefert, nicht nur bei den Pay-Per-Views. Ah, wir sind an Jeffs Geburtstag, der 31. August. Gut, der Part ist zwar kurz, aber es ist halt so, ne, nach jedem Kampf wieder mal Ende. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei SmackDown vs. 2008 und ich glaube nicht, dass es das mit der ECW schon war. Also, bis zum nächsten Mal dann, ciao.